V-Mann Tanner. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Geht klar, das kriegen wir hin. Haben wir noch ein bisschen was an Muni? Schnappen wir uns den nächsten Yakuza-Wagen. Schließlich sind wir ja auch Vollstrecker für die Yakuza. Dann sollten wir es auch hochoffiziell in deren Wagen tun. So, dann geht's auf den Weg. Mal schauen, wie genau das jetzt aussieht. Ob wir uns jetzt ein Rennen mit dem liefern müssen oder ob wir einfach bloß irgendwelchen Spuren folgen müssen. Weiß man ja nie so genau. Ich spiele mal gleich den Geisterfahrer hier. Also zumindest scheint der Punkt da schon mal fest zu sein. Mal sehen, ob wir dann einfach den nächsten kriegen vielleicht. Ach nee, ich sehe schon. Da ist er. Der Typ im Grün hier wahrscheinlich, ne? Mit dem grünen Wagen meine ich. Bestimmt. Na dann. Lass uns mal ein Spielchen spielen. Auf geht's! Sag mal, Tanner hieß nicht. Hieß nicht der. Der Fahrer, den man bei Driver spielt, Tanner mit Nachnamen? Ich glaube schon, oder? Oh! Das war spannend! Das war jetzt ganz und gar nicht so, wie ich das mir gedacht habe. Sehr spannend aber. Ich habe keine Ahnung, wieso ich da jetzt gerade festgesteckt habe. Ich konnte tatsächlich nicht rückwärts fahren an der Stelle. Komme ich hier raus? Na gut, dann ist das eben fehlgeschlagen. Ist eigentlich total bescheuert, weil er auch draufgegangen wäre durch meine Schüsse, aber gut. Nehmen wir das mal so hin. Das Problem ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo hier der Ammunition ist. Hier ist doch irgendwo eine, ne? War das nicht hier? Ja, sehr gut. Habe ich mir doch so halbwegs richtig gemerkt. Ich brauche das hier. 125 Schuss sollten genug sein. So. Und dann spielen wir einfach nochmal den Vollstrecker, würde ich sagen. Das war jetzt natürlich ein bisschen mies, dass ich da direkt von den Bullen eingekeilt wurde. Ich habe allerdings trotzdem nicht so ganz verstanden, warum ich gar nicht zurücksetzen konnte. Denn ich war nicht so eingekeilt, dass ich mich nicht mehr hätte bewegen können eigentlich. War sehr merkwürdig. Na gut, was soll's. Kümmern wir uns nochmal um Mr. Tanner. Ne, ich glaube, von dem Spiel Driver, falls das jemand von euch kennt, das ist schon relativ alt. Ich glaube, der Charakter, den man da spielt, der hieß auch Tanner mit Nachnamen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Könnt mir vorstellen, dass das eine Anspielung darauf ist. Denn es müsste so ungefähr ein Zeitraum gewesen sein. Ich weiß nicht, wann genau Driver und Driver 2 rauskamen, aber es könnte so der Zeitpunkt von Driver 2 vielleicht gewesen sein hier. War da mal ein total cooles Spiel, muss ich sagen. Also das hat man total stark gefunden. Vor allem bei Driver 2, bei Driver 1, da hat man wirklich nur das Auto gehabt und konnte das auch nicht verlassen. Und in Driver 2 konnte man es dann verlassen, aber man konnte halt wirklich nichts machen. Und ich glaube, das, was in Asukas Text stand da, ohne sein Auto ist er praktisch nutzlos, das spielt genau darauf an. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein Seitenhieb gegen Driver ist hier. Na gut, erledigen wir Mr. Tanner jetzt. Auf geht's. Versuch Nummer 2 und diesmal machen wir das ein bisschen eleganter. Zack. Lassen wir ihn mal ein bisschen Abstand nehmen. Wo ist er denn? Ah, der ist aber schnell. Zack. My job is done. Mr. Tanner, Sie sind Geschichte. Am Ende doch eine sehr simple Mission, muss ich sagen. Und wie wir sehen, ist Asuka damit erstmal abgearbeitet. Da würde ich vorschlagen, da wir jetzt einfach schon hier sind, machen wir doch einfach mit ihrem Bruder weiter und schauen mal, inwiefern wir Kenji helfen können, sein Business zu regeln.
Die Befreiung des Kanbu. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a Gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Das kriegen wir doch bestimmt hin, denke ich mal, oder? Klar, ein Polizeiauto. Okay. Dann gehen wir mal auf die Suche. Jetzt wäre es natürlich günstig, wenn man wüsste, wo das Polizeirevier ist. Leider kenne ich mich in dem Teil der Stadt hier absolut gar nicht aus, weil wir ja gerade hier gelandet sind. Das bedeutet dann wohl, dass wir vermutlicherweise ja, eins auf der auf Streife klauen müssen, ein Polizeiauto. Ups. What the fuck? Physics in diesem Spiel, es ist unfassbar. Okay, mit einem Knall verabschieden wir uns von dem Yakuza-Wagen und suchen uns ein neues Auto. Ist doch klar. Okay, her damit. Ich meine, theoretischerweise müssen wir bloß jemanden überfahren und dann schauen, ob wir irgendwo mal eine Streife finden, die uns jagt. So, den Stern hätten wir schon mal. Ich sollte bloß nicht zu viel überfahren, sonst haben wir gleich zwei Sterne und dann wird es ungemütlich. Ich werde doch bestimmt mal irgendwo eine Streife hier reinsetzen, oder? Die mich dann jagt. Nicht so? Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht das Bedürfnis, hier ewig lang hin und her zu fahren und so einen scheiß Polizeiwagen zu suchen. Wird doch wohl mal irgendwo einen geben können hier. Jetzt wäre es gut, wenn ich noch wüsste, wo ich gerade eben rausgekommen bin, als ich verhaftet wurde. Leider tue ich das nicht. Ich glaube, jetzt bin ich zu weit im Norden. Hm. Blöde Sache, das. Wow. What the fuck? Die Freunde, die spaßen nicht, ganz ehrlich. Da hast du nichts zu lachen mit den Kartelltypen. Okay, irgendwo muss doch mal hier so ein blöder Bullenwagen sein, ha? Jetzt sind wir schon wieder in einem dummen Park. Ich meine, eigentlich müsstest du hier doch irgendwo gewesen sein, oder? So eine Karte wäre schon was Cooles zur Orientierung. Leider gibt es keine. Ah, sieh mal an. Darf ich mal? So, sie steigen aus, ich steige ein. Bis die Tage. Bau eine Bombe in den Wagen ein. Sehr, sehr gern. Darf ich dazu auf dieser Seite der Stadt bleiben oder muss ich dazu rüberfahren? That's the question. Nein, es ist hier. Okay, wunderbar. Jetzt wäre ich beinahe aus so einem Impuls heraus rübergefahren nach Portland. Aber das wäre auch irgendwie blöd gewesen, oder? Ah, hier, okay. Wo genau ist denn das? Ach, oben, ich habe es gerade gesehen. Das Schildchen. So, dann bauen wir mal das Bömpchen ein. Hier ist auch ein Pain Spray, das ist gut zu wissen. So. Okay, jetzt fahr zum Polizeirevier. Jetzt werden wir auch erfahren, wo das blöde Polizeirevier ist. Auch wenn wir es jetzt nicht mehr brauchen, wahrscheinlich. Dieses Wissen. Aber ist ja schon mal ganz gut. Ich meine, schaden kann es nicht zu wissen, wo das ist. Ob ich mir das dann auch merke, ist natürlich die andere Sache. Natürlich, gen Süden. Hätte ich mir auch denken können, eigentlich. Hier unten, okay, 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 hier bin ich falsch. Natürlich bin ich hier falsch, weg da! So, dann schauen wir mal. Okay, muss ich hier rein? Nee, ne? Oder doch? Oder nicht, oder doch, oder nicht? Oder doch? Nein, natürlich nicht.
Ist doch logisch, oder? Was ist das denn hier? Muss ich vielleicht doch hier rein? Oh, tatsächlich! Das ist der richtige Weg. Ein Wahnsinn. Und ich habe ihn direkt gefunden. Wusste ich natürlich sofort. Was ist denn hier los? Wo wird denn hier jemand verprügelt? So, dann zünden wir mal die Bombe. Und verziehen uns ganz schnell. Ich mal den nächsten Wagen nehmen. Na dann. Puff. Du stehst mit deiner Ehre für den Yakuza Kanbu ein. Du musst ihn beschützen. Ja, komm her. Komm her, Kollege. Der hat hier also das Chaos angerichtet und den Krach gemacht. Alles klar. Schaffst du es raus? Kanbu? Komm mal her. Komm mal her. Komm. Alter, hat der ein Massaker angerichtet da. So, dann machen wir uns mal auf den Weg nach draußen, wa? Weg da! Freie Bahn, Marzipan! So, ein Stern weniger, das ist schon mal ganz gut. Wir müssen dann vielleicht irgendwie mal das Auto wechseln, weil mit einem Polizeiwagen können wir nicht bei Paint Spray einmarschieren. Mal sehen. Oder wir finden noch einen Stern irgendwo. Also, einen Sternenwegmacher sozusagen. Ist das schon mal ganz gut, dass wir jetzt bloß noch zwei Sterne haben? Das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Allerdings habe ich das Gefühl, dass wir hier irgendwie falsch sind. Oder? Ach nee, davon können wir wieder links rum. Okay. Alles gut. Trotzdem müssen wir mal irgendwie das Vehikel wechseln. Ist natürlich ein bisschen lästig, dass sie jetzt wirklich hinter uns her sind, hier direkt. Und es ist nicht gut, dass wir hier lang fahren, wo die Kartelltypen sind. Das ist gar nicht gut. Lass mal hier reinfahren. So, mitkommen. Schneller. Komm. Wunderbar. Der Wechsel hat funktioniert. Mensch, die Blisters sind aber sehr geräumige Wagen hier, Mensch. Die habe ich anders in Erinnerung als den anderen Teilen. Das sind ja richtige Kombis, Mensch. Waren das nicht immer solche kleinen Kompaktwagen? Ja, egal. Ich glaube, wir haben gerade andere Probleme. Wobei sich die Probleme gerade erledigt zu haben scheinen, denn die Bullen sind weg. Gerne, nichts dagegen. So, damit sind wir dann auch die Fahndungssterne los. Und jetzt können wir unseren Freund abliefern. Das hat doch ganz gut funktioniert am Ende. Wunderbar. Auf zum Casino. Ich glaube, das haben wir ganz zur Zufriedenheit aller gemacht. Außer vielleicht der Polizisten, die da draufgegangen sind. Wobei, ich weiß nicht, ob das ein Polizist war oder ein Mithäftling. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wieso der jetzt umgebracht wurde. Aber wird schon passen. So, hier dürfen wir rein. Na dann. Schlag dich mal alleine durch. Job erledigt. 30.000 für uns. Das lief gut. So, machen wir es direkt wieder auf den Weg zu Kenji, gleich um die Ecke. Und ich würde sagen, wir verdienen hier wirklich sehr gutes Geld. Also wir haben jetzt tatsächlich schon fast eine halbe Million zusammen. Ne? Das läuft sehr gut. Das geht sehr schnell hier. Auf zum nächsten Auftrag. GTA. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him.
You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Ist das jetzt eine Mission oder ist das abseits der Mission? Okay, es ist eine Mission. Die Autos müssen in 1A-Zustand sein, damit die Garage sie annimmt. Und wir haben wahnsinnige 6 Minuten. Na dann, sollten wir uns mal beeilen. Wenn ich jetzt eine Karte hätte, könnte ich mal schauen, welche Autos am weitesten weg sind. Aber ich glaube, daraus wird wohl nichts für uns. Oh. Ah, funktioniert. Auch wenn sich das Auto natürlich sofort wieder aufs Dach legt, ist doch logisch. Stopp! I need your car! So, machen wir uns erstmal auf den Weg nach hier drüben. Ich glaube, hier kommen wir durch, oder? Ah, wer baut denn diese blöden Geländer hier hin, Mensch? Sind wir hier richtig? Oh ja, tatsächlich. Der sieht schick aus. Eins Dinger, also okay. So, jetzt müssen wir bloß noch zusehen, dass wir hier tatsächlich, ohne irgendwo anzuecken, durchkommen. Jetzt ist die Frage, wie weit ist das denn? Muss ich mir sehr Sorgen um die Zeit machen oder ist sie großzügig angesetzt? Das ist die große Frage. Ich nehme mal an, wir sollten es uns nicht erlauben, hier irgendwo anzuecken und dann das zu Pain Spray fahren zu müssen. Also immer schön Abstand zu allen anderen Verkehrsteilnehmern halten. Schließlich mögen die es sehr plötzlich, um irgendwelche Ecken zu fahren. Ach, siehst du mal, das ist ja gleich beim Pain Spray. Das heißt, man könnte theoretischerweise gleich nochmal die Kiste ganz machen lassen und dann an der Stelle parken. Oder... ist das jetzt der Pain Spray, der hier? Nein, okay. Das ist direkt daneben. So, Nummer 1. Ist erledigt. Und ich glaube, wir haben doch ein bisschen Zeitprobleme, oder? Wenn wir noch 2 Autos machen müssen? Das könnte knapp werden. Muss man vielleicht doch mal einen Zahn zulegen dabei. So, dann lass mal schauen. Wir machen erstmal nach Norden und holen den. Ich glaube, der ist weiter weg. Wobei, nee, so weit ist er gar nicht weg. Vielleicht haben wir jetzt schon den am weitesten entfernten genommen. Das wäre natürlich sehr positiv. Vielleicht mal hier rüber. Natürlich ein Cheetah. Ich vermute mal, der letzte wird dann ein Banshee sein. So, warum muss ich das jetzt eigentlich auf Zeit machen, das Ganze? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden dabei. Na gut, die werden schon ihre Gründe haben. Hört auf mein Auto zu schießen. Also nicht auf mein Auto, sondern auf das Auto von Kenjis Kuppel. Was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf das Auto, das ich gerade fahre eben. So. Schön aufpassen, damit wir hier keinen Mist bauen. Wäre ärgerlich, wenn wir es hier jetzt dann irgendwie versauen würden. Ah, da haben wir noch sehr gut Zeit jetzt, Mensch. Das war eine schnelle Nummer auf jeden Fall. Hier unten wartet auch schon der nächste Wagen auf uns. Gut, dass die gleich wieder reingespawnt werden. Ich wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen am Arsch, wenn ich mir jetzt erst hier einen neuen Wagen suchen müsste, draußen auf der Straße. Okay, dann schauen wir mal. Ich hoffe, der Wagen ist jetzt auch relativ nah. Muss ja nicht sein, dass wir jetzt hier in Zeitnöte kommen. Ach ja, sehr gut. Der ist ja wirklich gleich um die Ecke. Ups, Entschuldigung. War keine Absicht. Okay. Nein, das ist doch kein Banshee. Das ist ein Infernus. Wunderbar. Das sollten wir problemlos hinkriegen. Ich glaube... Zeit ist doch kein so großes Problem. Wir hatten tatsächlich... Ja, ich weiß. Lass mal ihn reparieren, kein Problem. Wir hatten tatsächlich den am weitesten entfernten direkt als erstes. Entschuldigung. Ja, ich mache mir da jetzt auch keine Platte. Wir müssen sowieso bei Pain Spray rein. Und das ist ja sowieso gleich an der Ecke, wo wir das Ding auch abgeben müssen. Von daher, alles kein Problem.
Das kostet uns bloß ein paar Sekunden und ein müdes Lächeln. So, fahren wir erst hier rein. Und dann fahren wir hier drüben rein. Und dann haben wir es geschafft. Kenjis Freund ist zufrieden. Wir kriegen 25.000 Dollar und sind auch zufrieden. Alle sind zufrieden, außer vielleicht die drei Leute, die gerade ihre Sportwagen verloren haben. Die haben halt Pech gehabt. Aber wozu gibt es denn Versicherungen, nicht wahr? Ich hoffe, ihr habt welche. Ich weiß nicht, ob in Liberty City überhaupt Versicherungen für Autos existieren. Denn ich glaube, hier gibt es sehr viele Autodiebstähle. Was unter Umständen an mir liegen könnte, ich bin mir aber nicht ganz sicher.